2.313.842 Euro. Über 3,3 Millionen Euro im Kampf gegen Leukämie. Die Botschaft des Abends: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Bereits zum 29. Mal rief José Carreras die Menschen in Deutschland auf zu spenden. Im Kampf gegen den Krebs. Prominente Stars wie Herbert Grönemeyer, Janett Biedermann, Michael Schulte, Christina Stürmer, Marianne Rosenberg und viele mehr unterstützten den Star-Tenor bei seinem Anliegen. Denn José Carreras selbst erkrankte vor 37 Jahren an dieser heimtückischen Krankheit. Meine Genesung hat mir mein berufliches und privates Leben zurückgeschenkt und weckte in mir den eisernen Willen, einen Beitrag zu leisten, dass diese tückische Krankheit besiegt werden kann. Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. 1995 gründete er seine José Carreras Leukämie Stiftung, die seither wissenschaftliche Forschungen und Sozialprojekte finanziert. Geprägt war die Spendengala vor allem durch zahlreiche emotionale Geschichten von Betroffenen. Geschichten über Mut und Hoffnung. Geschichten, die zeigen, wie wichtig es ist, die Krebsforschung voranzutreiben. Am Spendentelefon engagierten sich neben Brisant-Moderatorin Marwa Eldesuki auch viele weitere prominente Gäste, wie auch Boxlegende Axel Schulz. Über 3,3 Millionen Euro Spenden. Geld für die Forschung, neue Behandlungsmethoden, Nachsorgestationen und Selbsthilfegruppen. Ummalt wurde der Abend auch durch viele emotionale Live-Auftritte deutscher Stars wie Janett Biedermann. In knapp 3 Jahrzehnten kamen bislang mehr als 235 Millionen Euro zusammen. Eine beeindruckende Summe, die große Hoffnung macht im harten Kampf gegen Leukämie.